Ein weiter Ball, eine schöne Annahme von Edeltechniker Behram Bilali, uncleveres Zweikampfverhalten der Deggendorfer und dann das Auge von Berami für die Lebensversicherung des TV Geiselhöring Bartosz Konarski. Fertig war das goldene Tor des Tages in der 46. Minute. Unmittelbar nach Wiederanpfiff markierte also der Torjäger Nummer 1 der Liga seinen 10. Saisontreffer und das war letztendlich auch der Sieg. Ja, wenn man die letzten Spiele verfolgt, dann ist eigentlich der Bartosz immer der richtig steht und dann das Ding über die Linie drückt. Natürlich profitiert er auch von der Stärke seiner Mitspieler, den er so richtig einsetzen, über die Außen zum Beispiel oder auch über das Zentrum die Bälle durchstecken. Aber er ist natürlich so kaltschnäuzig, dass er, wenn er die Chance kriegt, dass er nachher, und das ist natürlich Gold wert für uns. Was jetzt bei dieser Analyse nicht rauskam, dieses 1:0 war ziemlich glücklich für den Topfavoriten der Bezirksliga West, denn die besseren Chancen in diesem Spiel hatte der Gast aus Deggendorf. Deshalb machte der aus dem Urlaub zurückgekehrte Chefanweiser Marco Delnitz nach einem dicken Lob für sein Team, dann aber auch aus seiner Enttäuschung gar keinen Hehl. Ja, ich glaube, großes Kompliment an meine Mannschaft. Also wenn man sieht, wir sind damit, ich glaube, mit 8 A-Jugendspielern im Feld gestanden und es ist überragend, was die gespielt haben. Es war ein sehr unverdienter Sieg für Geiselhöring. Ich sage jetzt einfach nicht so, dass ich jetzt unfair bin oder so. Das haben selbst die Geiselhöringer gesagt. Die haben eine Torschance gehabt in der zweiten Halbzeit. Und du musst beim absoluten Topfavoriten herum, musst du die Mannschaft erst einmal so herspielen. Und wir waren einfach nur ein bisschen zu unerfahren oder dass wir die Torschance genutzt hätten im Endeffekt. Ja. Das mussten wohl auch die Geiselhöringer Anhänger unter den rund 150 Besuchern anerkennen. Mindestens ein Zähler wäre für die blutjunge Deggendorfer Truppe durchaus verdient gewesen. Aber da sind wir dann eben bei den Themen Cleverness und Kaltschnäuzigkeit. Grün-Weiß-Stürmer Jakub Ulier machte keine seiner beiden Top-Chancen. Konarski dagegen nutzte seine einzige des Spiels. Das war ein Lerneffekt wieder für sie, dass man halt sagt, okay, ich gehe also ausgepuffte Truppe, ja, darf man halt keinen Fehler nicht machen, die haben dann eine Torschance und haben das Ding einfach rein. Wir haben halt ein paar gehabt, haben wir das nicht gemacht, aber wir gehen einfach nur gestärkt hervor. Schade ist es im Endeffekt, wenn man Tabellensituation sieht, ja, wir haben 3 Punkte mehr, die wir uns leider vom Verband her genommen haben, was mehr wie unberechtigt ist, meiner Meinung nach, wo uns eigentlich ganz Niederbayern schon recht gibt, ja, was positiv eigentlich auch für uns ist, was die Regularien ja absolut nicht verstehen, wenn man ein bisschen was mit Fußball im Hut hat. Und ich kann nur der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Ja, wir waren uns im Klaren, dass das Spiel sehr eng wird, zumal Deggendorf zwar eine sehr junge Mannschaft hat mit sehr vielen A-Jugendspielern, die noch in A-Jugend spielen dürfen, aber die letzten Spiele von Deggendorf haben gezeigt, dass sie sehr kompakt gegen den Ball sind, sie mir vorne sehr offensiv starke Kräfte haben. Haben erst 6 Gegentore gehabt, da haben wir gewusst, das wird eine sehr enge Partie. Und wenn Deggendorf die 3 Punkte nicht abgezogen worden wären, dann wäre klar, die wären auch vorne mit dabei, deswegen war klar, das wird eine ganz enge Kiste heute. Eine enge Kiste, die zugunsten der Hausherren ausging, die neben der Konarski-Szene eigentlich nur noch diese Chance von Markus Biersack verzeichneten. Trotzdem war Gödel angesichts von 2 Niederlagen aus den letzten 3 Spielen einigermaßen zufrieden mit dem Auftritt. Heute war meiner Sicht entscheidend, dass man, bis der Schiedsrichter abgepfiffen hat, über die 90 Minuten hinaus, dass wir wirklich konzentriert waren, dass wir versucht haben, schnell zu spielen, dass wir ruhig waren im Spielaufbau, das haben wir zuletzt ein bisschen vermissen haben lassen. Da haben wir uns wieder immer wieder in Dribblings hineingesteuert, wo wir Ballverluste gehabt haben und es war halt viel besser. Und vorne haben wir die Angriffe viel besser zu Ende gespielt als zuletzt. Noch zufriedener konnte trotz der Niederlage dagegen Delnitz sein. Das war mehr als eine Talentprobe seiner Truppe. An einem müssen die Deggendorfer allerdings noch arbeiten. Schon in Hälfte 1 immer wieder Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Und in der Schlussphase marschierten Michael Kraskow und Ulier mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz ihrer Jugend müssen sie da die Nerven besser im Griff haben. So war es am Ende ein etwas glücklicher Hausherrensieg, mit dem sie ihre Ambitionen auf den Titel untermauern. Die Grün-Weißen werden aber sicherlich auch weiterhin für jeden Gegner in dieser Liga eine absolute Herausforderung sein.